Also, mein Super 73 ist angekommen, aber Julia weiß nichts davon. Das heißt, ich muss sie irgendwie jetzt gleich beichten. Ich habe das jetzt hier hinten sozusagen versteckt, war jetzt das Auto davor. Und dann muss ich ihr nachher sagen, ja, dass wir eine neue Anschaffung haben. Morgen. So, vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid. Und ja, freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam auf Reisen gehen. Ich bin jetzt an unserem brandneuen Berliner Flughafen BER und wir fliegen jetzt gemeinsam nach München. Wir machen wieder mal so einen richtig schönen Reisevlog. Ich habe total viel Lust auf Reisen, ja, wirklich Lust auf Reisen, weil es ewig her ist und vielleicht habt ihr auch Lust, das nehme ich euch jetzt einfach mit. Und falls das dein allererstes Video von mir ist auf diesem Kanal, ich bin der Frederik, ich bin Gründer, ich bin Unternehmer, Gründer von Body Change und versuche hier fast jede Woche ein Video zu machen zu Themen, die für all die relevant sind, die im Leben das tun wollen, was sie wirklich lieben. Genau, so auch diese Woche. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Los geht's. Extrem gute Nachrichten. Die Lounge, die Lufthansa Lounge hat offen. Lasst uns doch mal gemeinsam schauen, wie es so an der Snackfront aussieht. Also was hat es hier an Snacks, Leckereien, Drinks, Latte Macchiatos, Frappe Fredos, alles was man so liebt. Wir gucken mal zusammen, ja? Ich nehme euch mal mit. Viel los ist nicht, also ich habe das Buffet quasi für mich alleine. The way he holds me, the way he looks in my eyes. Well, he feels me, yes, he thrills me. My baby got me hypnotized. You got to be my love, not a two-time lover, not a one-day lover, be gone. You got to be my love, not a two-time lover, just a love I can call my own. Ich beschäftige mich jetzt seit geraumer Zeit mit der Frage, was möchte ich unternehmerisch als nächstes machen? Also, welches Geschäftsmodell finde ich so attraktiv, so spannend, dass ich das als nächstes ja, gründen möchte? Und deswegen möchte ich heute im Vlog mal mit euch die Frage beantworten, ja, wie findet man eigentlich ein gutes Geschäftsmodell? Parallel dazu nehme ich euch jetzt ein bisschen mit auf die Reise nach München. Was da passiert, kann ich euch noch nicht so genau verraten, aber na, wir werden es gemeinsam rausfinden. Also viel Spaß beim heutigen Vlog.
You got the 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 There's no other that can treat me like my lover who makes me feel so right. Servus. Hey Philipp, grüß dich. Hi. Grüß dich. Moin Björn. Grüß dich. Hi. Hey, wir haben großes vor heute, Männer. Ha? Wir haben Big Day. Big Day, ja? Ja. Schaut euch die Truppe hier an. Hier. Mal ein bisschen close. Hier rein, dieser gut aussehende junge Mann hier. Und jetzt der ältere. Immer noch sehr gut aussehende. Und dann ist shit, ja? Aber gut, ich hab's hoffentlich in der Birne. So. I'm away from home, sometimes I feel alone. I want my baby near. Just the sound of her voice seems to melt my heart. On the phone as he whispers in my Check ear. This out. You got the So, wir haben jetzt, wie soll ich sagen, ja, wir haben jetzt unser Meeting aus dem Büro in Philipps Wohnung versetzt. Es ist jetzt, schaut mal her, ja, gleich 9:30. Und ich wollte den Björn noch verhaften, weil der Björn kenne ich schon seit 5 Jahren und macht unglaublich umtriebige Unternehmer. Also ganz viele unterschiedliche Geschäfte hat er gegründet und ja, einfach ein sehr erfolgreicher Unternehmer und der hat ein Gespür für gute Geschäftsmodelle. Deswegen wollte ich ihn nochmal befragen, was seine Definition eigentlich ist von einem guten Geschäftsmodell und vor allem, wie man das findet. Wir überraschen ihn da gleich nochmal, weil er so richtig weiß auch nichts davon, wie typisch Friedrich halt. Also meine Frage ist, Björn, wie erkennt man für sich, was ein gutes Geschäftsmodell ist. Also wie erkennt man ein gutes Geschäftsmodell, wenn man auf der Suche nach einem Geschäftsmodell ist? Wie geht man davor? Wie gehst du davor? Also erstmal, die absolute Grundentscheidung ist erstmal, es muss einen mega Spaß machen. Aha. Also man muss was haben, wo man irgendwie für brennt und wo man irgendwie sagt, ey, ist mega geil, das kann ich jetzt mehrere Jahre lang machen. Aha. Also das ist erstmal das Erste. Ich muss krass für brennen. Aha. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich muss auch die Kompetenz haben, es zu tun. Ja, wenn ich irgendwie eine Geschäftsidee habe und möchte irgendwas verkaufen, habe in dem Bereich keine Ahnung, dann kann ich es mir irgendwie anreichern, die Erfahrung, aber ich muss ja irgendwie einen Beitrag dazu leisten können, dass ich in der Sache besonders gut bin. Mhm. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, ich muss mir relativ schnell im Klaren werden, dass ich damit auch Geld verdienen kann. Ja, also ich wundere mich immer oftmals, wenn mir irgendwelche Leute Geschäftsideen präsentieren, wo die mir dann sagen, ja in 4 bis 5 Jahren kannst du damit Geld verdienen. Da weißt du eigentlich jetzt schon, das kannst du vergessen. Aha. So, das heißt, es muss genügend irgendwie Ertrag drüber bleiben, dass man das, dass sich's auch lohnt. Aha. Dass man auch irgendwie dann damit irgendwie Geld verdienen kann. Und dann sage ich mal, und der letzte Punkt ist irgendwie, passt die Geschäftsidee zu meinem aktuellen Lebensstandard? Aha. Ja, ich bin habe längere Zeit, mein Vater hat so ein Entrepreneurship für Gefangene gemacht und wir haben da so einen Unterricht gemacht, was die Gefangene für Geschäftsmodelle machen, nachdem sie aus dem Gefängnis raus sind. Und da muss man ganz klar sagen, viele der Leute, die im Knast waren, die hatten Facebook nicht richtig. Ja, und konnten nicht, also das macht ja keinen Sinn, irgendwelche Internetmodelle anzufangen, weil die keine Ahnung davon im Thema gehabt. Ja. Ja, super Geschäftsmodelle fand ich zum Beispiel ein Enttätowierungsstudio. Ja, im Knast sind ja viele Leute tätowiert und die merken dann im Knast, dass sie auch viele Scheiß-Tattoos haben. Und da hat der eine gemeint, er würde direkt eigentlich, nachdem er aus dem Knast rausgeht, würde er ein Studio aufmachen für die Enttätowierung. Ja, unterschiedliche. Dann sage ich, es ist super. Ja, es passt. Ja. Er hat festgestellt, es ist ein Problem da. Aha. Er war selber mal Tätowierer, weiß aber, wie man das auch wieder beseitigt. Es ist nicht ein unglaublicher Geldaufwand, das zu tun. Aha. Und er hat auch schnell Kunden. Aha, geil. Ja, also passt. Ja.
Guten Morgen. Oh, das war ein intensiver Tag gestern in München mit Philipp und Björn. Und jetzt geht's gleich zurück nach Berlin. Aber vorher noch ein, ja, wie soll ich sagen, ein Termin, auf den ich mich seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, naja, nicht ganz, aber seit ein, zwei Jahren vorher. Ich gehe vorher noch zum Zahnarzt. Wuhu! Ja, freue ich mich nicht, aber das binde ich jetzt noch schnell ein und dann zurück nach Berlin. Ja, ansonsten, wir hatten gestern wirklich nicht ein, zwei, wir hatten drei eigentlich richtig große Durchbrüche da. Gemeinsam kann ich noch nicht so viel zu sagen, aber es war toll, war toll auch die Jungs wieder zu sehen und man merkt einfach, es ist ein riesiger Unterschied, ob man sich über Zoom austauscht oder so direkt. Insofern war es mega. Und jetzt geht's rüber zum Zahnarzt und dann zurück nach Good Old Berlin. Exciting News. Die Lieferung kommt. Schaut mal her. Julia weiß noch nichts davon. Ich freue mich, dass das noch vor Weihnachten geklappt hat. Mit der Lieferung. Großes Teil, oder? Also, mein Super 73 ist angekommen, aber Julia weiß nichts davon. Das heißt, ich muss ihr irgendwie jetzt gleich beichten. Ich habe das jetzt hier hinten sozusagen versteckt, war jetzt das Auto davor. Und dann muss ich ihr nachher sagen, ja, dass wir eine neue Anschaffung haben. Ich hatte ihr schon mal angedeutet, dass ich in was richtig Gutes investieren werde. Meine Elektromobilität, das ist was richtig Gutes. Aber mehr habe ich ihr noch nicht gesagt. Oh, ich freue mich so. Und dann machen wir auf jeden Fall nachher Unpackaging und gucken mal, was da alles drin ist. Schon wieder irgendwie Quatsch. Also. Ah, ja, stimmt, du hast ja schon angekündigt. Schon wieder, was hast du gekauft? Du hast irgendwas gekauft. Nein, du hast irgendwas gekauft. Wenn du so ankommst, dann bist du. Ich hatte dir doch erzählt von diesem enormen Steuersparmodell. Also weißt du, dieser Investition, die eigentlich gar keine Investition ist, sondern die ist ein... Und was würdest du jetzt davon halten, wenn es jetzt nicht nur etwas ist, was, sag ich mal, als Steuersparmodell extrem cleveres Investment ist, sondern wenn man auch noch, und jetzt kommt's, wenn man auch noch... Quatsch. Dabei was... Es ist ein Quatsch. ...für die Umwelt tut. Oh, für die Umwelt, das mag ich natürlich. Aha. Tatsache. Aha. Ja. Ah, jetzt endlich mal auch noch was, endlich mal was Anständiges. Aha. Also, das, also diese Anschaffung, die reiflich, jetzt sag schon, ich hab's eilig. Die reiflich überlegt war, die was für die Umwelt tut und ist intelligent ist. Weiter. Nee, warte, ist ein, halt dich fest und du weißt, für was habe ich eine große... Sag jetzt! Warte, für was habe ich eine große Schwäche? Elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Habe ich große Schwäche? So. Du hast hier nicht einen Golfkart gekauft. Ich würde dann den Schulweg mit dem Bike angehen. Also, habe ich, gib mal einen Clap, gute Investition. Aber weißt du was, ich sollte vermeiden, auf deinen Videos ja zu sagen. Aha. Habe ich gerade gelesen, wenn man so von so Scharlatanen angerufen wird, soll man vermeiden, ja zu sagen, weil die schneiden es nachher so zusammen, dass man dann fragt, wollen sie wirklich mir 1.000 Euro geben? Mhm. Und dann kommt ja. Mhm. Das heißt, ich sollte auf deinen Videos vermeiden, zu sagen, finde ich gut. Weil dann wirst du es nachher so zusammenschneiden. Aber hast du bisher den Eindruck bekommen, dass ich die Videos so schneide, dass die funktionieren und zu meinem Vorteil sind? Mit. I like! Mit. I like! Nein! You got the. You got the. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn das mit dem Super 73? Das ist ein elektrisches Fahrrad. Aber das ist nicht irgendein elektrisches Fahrrad. Meines Erachtens nach ist das geilste elektrische Fahrrad der Welt. Und das packen wir jetzt gemeinsam aus und eröffne damit auch sozusagen so eine neue Rubrik hier im Vlog. Und die wird heißen,
Ich stelle Technik vor, die ich liebe. Und damit fangen wir jetzt an mit nichts Geringerem als einem Super 73. You got it. Seid ihr bereit? Oh, ich freue mich wie ein kleines Kind. Bei der Suche nach der richtigen Geschäftsidee, nach der Idee, mit der du erfolgreich werden kannst, bin ich total bei Björn. Diese Idee sollte immer von deiner Leidenschaft getrieben sein und nicht von dem Wunsch, möglichst schnell reich zu werden. Und nicht die Idee sollte im Vordergrund stehen. Dein Ausgangspunkt sein, sondern eigentlich viel besser ein Problem. Ein Problem, das du lösen möchtest für eine maximal große Zielgruppe. Und wenn du mit diesem Problem startest, ergibt sich das Geschäftsmodell ganz von alleine. Viele fangen aber an, indem sie sagen, ich habe eine großartige Idee. Das Problem bleibt aber dann eigentlich auf der Strecke. Dann kann das nicht so wirklich funktionieren. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und es gibt übrigens ein Problem, was ich erkannt habe, bei dem du mir helfen kannst. Und zwar ist so, dass die meisten, die meine Videos schauen, sind gar keine Subscriber zu meinem Channel, was total schade ist. Und du kannst das jetzt ändern, indem du subscribest, was ich mega fände. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über ein Like. Lass die Glocke läuten, dann können wir gemeinsam den YouTube-Algorithmus überlisten. Falls du Lust hast auf so eine Full-Review von dem Super 73, dann schreib mir das in den Comments, dann mache ich dazu eine eigene Folge, integriere das in eine Folge. Und ansonsten sehen wir uns, wenn du magst. Ich würde mich freuen. Nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann, das war der Frederik. Servus. Ciao. You got the... You got the... Quatsch, Spike. Ich hol mal mein Fahrrad. Ja, sehr gut. Also, weißt du, diese Fredo. Ja, was denn? Das ist kleiner. Wir brauchen einen Fuchsschwanz. That can treat me like my lover who makes me feel so right.